Hey Leute und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ja, heute haben wir mal dieses schöne Paket hier. Da drin war mal irgendwas, was ich jetzt nicht so ganz entziffern könnte. Könnte Schweinefleisch gewesen sein. Gut, ja, das Ganze kommt von Tobias. Also erstmal einen lieben Gruß an Tobias. Ja, das ist ein Paket, wo ich jetzt schon ein bisschen länger drauf warte. Aber DHL streikt ja und da dauert alles ein bisschen länger. Aber ich bin froh, dass es jetzt überhaupt den Weg zu mir gefunden hat und ich werde euch jetzt natürlich zeigen, was da drin ist. Ich bin sehr gespannt. Es ist etwas, was ich nicht jeden Tag kaufe, deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, das Ganze ist übrigens von eBay Kleinanzeigen, also auch mal ein Ort, wo ich nicht ganz so oft kaufe. Aber da habe ich etwas gefunden, was dann mein Herz begehrte und da habe ich mal zugeschlagen. So, ich pack's mal aus. Mit der wunderschönen Awesome Schere. So, einmal in der Mitte. Auf jeden Fall ist der Karton ziemlich groß für das, was da eigentlich drin ist. Aber umso besser ist es vielleicht geschützt. Wer weiß. Hoffe ich zumindest. So. So. Da ist es auch offen. Und ich sehe einen Haufen Zeitung. Yeah. Die kommt mal an die Seite. Haben wir dann das hier. Und das hier ist das, worauf ich gewartet habe. Und ich schaue es mir mal an. Okay, 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 okay. Ja, es handelt sich hierbei um The Legend of Zelda Parallel Worlds. Früher das ist Super Nintendo. Ja, wie die Leute, die vielleicht nicht wissen, was das ist, es gibt ja A Link to the Past für das Super Nintendo und das ist ein sehr cooles Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Und dann gab es ein paar coole Leute, die einen Hack gemacht haben, einen ROM-Hack. Also die haben einfach das Spiel genommen, verändert, die Welten geändert, die Charaktere. Und hier ist auch, glaube ich, das Design von Link so ein bisschen anders, wenn ich mich nicht ganz irre, ja. Und ich weiß nicht genau, ob es jetzt auch neue Gegenstände gibt und so weiter, aber halt ein komplett neues Zelda-Spiel, was sich dann wie A Link to the Past spielt, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und ich habe das auch, glaube ich, schon mal als ROM mal irgendwo gespielt, aber nicht so weit. Und ja, dann habe ich das auch wieder eigentlich sein lassen und wollte das eigentlich lieber auf meinem Super Nintendo spielen. Und da gibt es ja diese Repros hier, was Leute halt selber machen und dann Modul wechseln, sage ich mal, also Modul kaufen, dann einfach ein anderes Spiel drauf speichern und so weiter. Und ja, das sind allerdings Sachen, die ich eigentlich nicht gerne kaufe, beziehungsweise nicht für viel Geld, weil das für mich einfach nicht original ist. Ist es ja natürlich auch nicht, ist alles selbst gemacht. Aber ja, zum Spielen auf der Originalkonsole finde ich das dann doch ganz nett und bin gespannt, wie das dann so ist. Und dann habe ich halt das hier gefunden, was dann auch komplett mit Packung ist und so weiter, was ich dann auch noch bevorzuge. Und den Preis sage ich euch am Ende. Ich würde diese Repros, wie gesagt, kaufe ich eigentlich nicht so gern, es sei denn, es ist wirklich was, was ich cool finde oder etwas, was dann auch komplett mit Packung ist und ich dann vielleicht bereit bin, das zu zahlen. Ich suche zum Beispiel noch Secret of Mana 2, wenn das jemand auch machen könnte oder so, mit Packung natürlich und wenn es geht, nicht so teuer. Ja, weil eBay-Preise finde ich ein bisschen übertrieben. So, kommen wir aber jetzt mal zum Spiel, beziehungsweise erstmal zur Packung. Also ich muss mal sagen, ich denke mal, von Weitem fällt das vielleicht nicht ganz so auf, dass das jetzt eine nachgemachte ist. Aber ich finde, man fühlt es. Es ist mehr so ein glattes Papier, Pappzeug. Also es ist ein bisschen glatt. Also so wie ich mir ungefähr ein Spiel vorstelle, wenn man es in Polen auf dem Flohmarkt kauft. So ein bisschen zumindest. Aber hier steht noch drauf, offiziell Nintendo und so. Aber es stimmt natürlich nicht. Super Nintendo, dann ist hier der Link drauf von Ocarina of Time. Das Logo, was natürlich dann ein bisschen verändert ist und im Hintergrund noch das Masterschwert. Cool aussehen tut es auf jeden Fall. Und auch an den Seiten ist immer das Logo und so, wie man das eigentlich auch kennt und kennt. Und da steht dann auch noch drauf von Nintendo die Adresse von damals mit Groß Ostheim und ist doch ganz nett. So, hier hinten haben wir dann drei Screenshots, die ich euch natürlich auch in einer Nahaufnahme nochmal zeige. Einmal von einer Stadt, von einem Turm und von den Katakomben. Und hier steht ein Text, den ich euch jetzt mal vorlese. Vor langer Zeit schlief das Triforce östlich der Himmelsinseln. Ein Krieg entbrannte und forderte diese Macht. Am Ende teilte das Triforce die Welt in zwei Dimensionen. All diejenigen, die das Triforce begehrten, wurden in eine Welt verbannt. Eine Welt der Gier. Jede Generation wurde von diesen
irgendwas gestörten Mann macht oder so, gewarnt. Und die anderen leben in einer neuen Eiswelt. Alle müssen zusammenhalten, um zu überleben. Ja, ich finde, die Schriftart ist etwas ungünstig gewählt. Die kann ich nicht so gut lesen. Alle Bewohner sehnten sich nach einem besseren Leben. Dies war die Motivation der sieben Mädchen, die es wagten, in die andere Welt einzudringen. Jeder von ihnen besitzt einen Hinweis, um den Parallelturm zu erklimmen, wo die Macht des Triforce ruht. Ja, das steht hier drauf und hier unten steht noch nur zur Verwendung mit dem PAL Super Nintendo, also mit dem Deutschen. Und wenn der Text hier deutsch ist, ich glaube, das soll jetzt auch die deutsche Version sein, das werde ich ja dann sehen. Und ich würde sagen, machen wir es mal auf und schauen mal rein. Also der Zustand der Packung ist zumindest noch soweit, wie er selbst gemacht ist, super. Und ich mache das Ganze hier mal raus, was hier so drin ist. Da haben wir einmal eine selbstgemachte Anleitung, wo man aber auch merkt, dass das Papier nicht so das Papier ist, was man eigentlich kennt. Das klebt mehr so ein bisschen fast schon. Ja, und hier ist dann halt so ein bisschen alles gedruckt, sage ich mal, aber immerhin ist eine Anleitung dabei. Hier ist auch nochmal die Story und die Steuerung mit dem Super Nintendo Controller. Die ganzen Items, sehe ich hier gerade zufälligerweise was Neues, nicht so direkt, ja, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ja, wie man noch speichert, das ganze Menü und dann einen Gegner und hinten kann man auch noch die Notizen machen, wenn man will. Also es ist zumindest eine Anleitung dabei. Dann haben wir hier noch das Inlay dabei und natürlich auch das Spiel, welches auch in einer Folie ist. Und hier haben wir dann ein Modul, wo hinten noch drauf steht. Ja, das ist natürlich dann halt nicht so richtig, dass es irgendein Electronic Art Spiel mal war. Ist hier so ein Sticker drauf. Und vorne ist dann natürlich ein neues Label drauf gemacht worden. Ja, sieht jetzt vielleicht nicht ganz so aus wie ein originales. Man sieht schon so ein bisschen, dass es gefaked ist, aber ja, es erfüllt seinen Zweck. Ja, ich bin gespannt und mal gucken, wie es sich dann spielt. Und jetzt habe ich diese Repro in meiner Sammlung. Jetzt kommen wir zum Preis. Bezahlt habe ich für das Ganze 40 Euro. Ich finde, es ist schon ganz schön viel eigentlich für so eine nachgemachte Sache. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man ein bisschen Kosten hat, wenn man sowas macht. Aber das ist halt so ein Preis, wo ich gerade so noch okay sage. Wenn mir jetzt einer Secret of Mana 2 machen könnte, was ungefähr genauso ist, für 40 Euro bin ich sofort dabei, dann melde dich. Ja, ich habe das Ganze übrigens auch auf eBay einmal beobachtet und da ging genau das gleiche weg für 80 Euro. Also ich verstehe nicht so ganz, warum man so viel Geld für sowas manchmal ausgibt, aber gut. Aber für 40 habe ich es dann mitgenommen und bin sehr dankbar, dass der Typ mir das verkauft hat. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das war euer Benner Meister. Ich hoffe, ihr habt was Cooles gesehen und dann bis zum nächsten Mal und haut rein. Ich gehe jetzt in die Welt der Parallelen.